Hallo Five-Fans, ich bin's hier, Max, von Ground & Pound TV und stehe jetzt zusammen mit meinem Kollegen, den Daniel, der in die Live fällt. Und wir sind bei Respect 5 und diese Veranstaltung, also die hatte unglaublich viele Ausfälle. Also erstmal ist der Nick Hein ausgefallen, dann hat sich der Björn Schmiedeberg verletzt, hat einen Innenbandriss gehabt im Knie und zu guter Letzt jetzt noch vor 2-3 Tagen der Mario Stapel, der hat also auch einen Muskelabriss über dem Knie gehabt, also vom Pech verfolgt, aber trotzdem mal einen Haufen guter Kämpfe. Sehr gute Kämpfe. Und also wir wollen direkt mal mit dem Hauptkampf anfangen, also Sebastian Riesch gegen Christian Krötsch, ein Hammerknaller. Der Christian Krötsch, super gut unterwegs, Mannschaftsmeister geworden beim Finale der DGL in Grappling, hat Tap or Snap gewonnen und Sebastian Riesch, meisterbester Kämpfer des Jahres, hat dafür auch den Ground & Pound Award bekommen und außerdem halt noch Nummer 5 unserer Rangliste, ne, vom Ground & Pound und das wird ein Hammerkampf. Auch Ioannis Antonopoulos gegen Marcel Yedidi wird bestimmt ein sehr, sehr spannender Kampf, weil da geht es richtig um was, weil der Sieger dieses Kampfes wird gegen Ben Bouquet kämpfen dürfen um den Federgewichtstitel von Respect. Also von daher, da ist richtig Spannung drin. Dann kämpft außerdem noch Manuel Massuch, der jetzt auch wirklich sehr, sehr gut gezeigt hat bei World of Fight, was er alles drauf hat und was, dass er einen Slam hat wie Matt Hughes. Der hat den Jungen spazieren getragen und in der Mitte hingeworfen. Wahnsinn. Und noch Kurt Verschüren, ein Hammerkämpfer, hat sich auch super gut präsentiert. Wunderbar, wird ein ganz, ganz spannender, toller Kampf auch werden. Hast du noch ein paar Kämpfe, die du gerne nennen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Heute sind ja zahlreiche Kämpfer von Sparta Essen hier. Und wie du schon gesagt hast, die haben DGL-Meisterschaften gewonnen. Und Volker Dietz, besser bekannt unter dem Namen Die Krabbe, sein Spitzname, wird auf Yesin Ayari treffen. Ein sehr, sehr guter Bodenkämpfer, ungeschlagen. Die meisten Kämpfe via Submission gewonnen. Und auch Karl Stahl. Er wird heute auf Marva Kübler treffen. Und er ist auch 5:0 ungeschlagen. Sehr viele Kämpfe auch mit Submission gewonnen. Und ja, ob die da unten am Boden uns ein sehr schönes Schachspiel liefern. Das sind zwei Grappling-Experten, die beiden. Ja. Das auf jeden Fall. Aber wen ich auch noch nennen möchte, David Zawada. Er hat letzte Woche noch gekämpft und bei seinem Kampf gab es ein wenig Kontroverse. Er hatte via Armbar den Kampf schon zu seinen Gunsten entschieden. Der Referee ist dazwischen gegangen, da gab es eine kleine Diskussion. David Zawada hat gesagt, okay, wenn er sagt, er hat nicht getappt oder nicht verloren, packen wir es wieder an, nach 49 Sekunden dann in der Guillotine besiegt. Der wird richtig heiß sein, heute hier einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und weiterhin erfolgreich zu sein. Und wir dürfen uns heute wirklich auf sehr, sehr gute Kämpfe freuen. Ja, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass heute auch noch der Frank Boczynski auf den Jürgen Lothmann treffen wird. Der besser bekannt ist unter dem Namen Marshmallow. Die werden 6 Minuten Grappling-Match machen, obwohl der Frank Boczynski an der Schulter verletzt ist, hat der Jürgen Lothmann seinen Ärmel gegeben, die nicht anzugreifen und die werden heute einen Showkampf machen. Die hätten ja ursprünglich auch hier aufeinandertreffen sollen. Ne? Und das ist auf jeden Fall was, worum sich auch Leute mal freuen können, um zu sehen, was Veteranen noch so richtig drauf haben. Und wir werden natürlich von euch aus allen Seiten berichten, wir werden natürlich hier Backstage gehen, wir werden ein bisschen rumgucken, wenn ja auch alles an Gästen da ist und damit ihr ein volles Programm, ein volles Paket von uns bekommt. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, uns bei unseren Sponsoren zu bedanken, bei Vantage Fighting, bei Phantom NNA und bei XFC Fight Nutrition. Vielen Dank für die Unterstützung und viel Spaß beim Zuschauen, Leute. Ciao.